Alatri, die Akropolis und ihre Geheimnisse. Alatri, in ihrer DNA Sternstaub. Das Geheimnis ihres orientalischen Ursprungs offenbart sich noch heute, dank einiger erstaunlicher Entdeckungen. La triplice cinta, den dreifachen Gürtel, den ich auch Templum nenne, habe ich zusammen mit Professor Gianni Boezi im August 2008 entdeckt. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war die nach seiner möglichen astronomischen Orientierung. Mit einem Kompass habe ich diese überprüft, für eine zusätzliche Bestätigung meiner These, aber das Primär- oder auch Frühlingsäquinoktium abgewartet. In der Morgendämmerung des 21. März warf ein im Zentrum des Templums positioniertes Gnomon seinen Schatten genau auf die Diagonale des Templums, ein klarer Beweis seiner astronomischen Orientierung. Ich denke, dass das Templum tagsüber als Sonnenuhr und Meridian fungierte und des Nachts als Instrument zur Bestimmung der Sternkonstellationen genutzt wurde. Nach einer Beratung mit dem Forscher Albino Malanchini gelang mir die Formulierung der Hypothese, dass dasselbe Templum durch zwei bewegliche Brettchen ergänzt als eine Art megalithisches Astrolabium funktioniert haben könnte. Ein weiteres interessantes Element zeigte sich beim Studium der Steingravur am Computer. Meine Mitarbeiterin Antonella Mangiapelo ist dabei auf ein Detail gestoßen, das bislang allen übrigen Analysen entgangen war. Auf dem Graffito kommen längs der Nordwestachse sowie der Südostachse zwei Pfeile zum Vorschein. Mit einem Azimut von 139 Grad zeigen diese die Richtung zum Vulkan Vesuv an. Ist das vielleicht als ein verschleierter Hinweis auf die Erinnerungen einer archaischen Migration aus dem Osten zu werten? Die gesicherte Datierung der vulkanischen Explosion der Insel Santorini im 17. Jahrhundert vor Christus ist jüngsten Datums. Der Himmel blieb danach für Jahre bedeckt. Ist es so unwahrscheinlich, dass ein aus der hethitischen Welt, aus Hattusa stammendes Volk, dem Lauf der Sonne folgend, unseren Boden erreicht hat, wo es den gleichen Himmel wiederentdecken konnte? Ich fand heraus, dass das Tor der Fruchtbarkeit, La Porta Minore mit den drei Phallus-Symbolen, zur Zeit der Äquinoktien auf einer Länge von 17 Metern vollständig von der Sonne durchleuchtet wird. Dieses Faktum bestätigt die Orientierung des Tores in der Weise, dass mit Hilfe der Sonne die Jahreszeitenfolge als Symbol der Fruchtbarkeit anschaulich gemacht wurde, insofern die Sonne, das männliche Organ, in die Erde, das weibliche Organ, eindringt und sie befruchtet. Die Zahl 3 ist an zwei wichtigen Orten der Akropolis dargestellt. Auf dem Tor der Fruchtbarkeit, das drei Phalli zeigt, sowie in den drei Nischen auf der Südwestseite der Mauer. Nach etlichen nächtlichen Überprüfungen, den Blick durch das Tor der Fruchtbarkeit nach oben gerichtet, bemerkte ich, dass ich in dieser Position dem Beobachter um das Jahr 1550 vor Christus die drei Gürtelsterne des Orion gezeigt haben mussten, Mintaka, Al-Nilam und Al-Nilak, sowie die seine Schulter bildenden Bellatrix und Betelgeuse.
Damit würde auch die These gestärkt, die unser Templum als ein astronomisches Instrument einstuft. Die archäoastronomischen Bezüge der Akropolis von Alatri betreffend, erweist sich ihr durch die megalithische Einfassung abgezirkelter Plan als ein unregelmäßiges Vieleck, das, wenig beeinflusst von der Natur des Geländes, rein durch den Gedanken konstruiert wurde. Mit den Worten von Don Giuseppe Capone behaupte ich, dass die Inspiration zu ihrer Erbauung über die Konstrukteure gekommen sein muss, den Himmel voller Sterne mit der Konstellation von Castor und Pollux, dem Sternbild der Zwillinge, betrachtend, deren hellste Punkte einen Plan entwerfen, der tatsächlich jener der Akropolis zu sein scheint. Noch wurden beispielsweise die Untersuchungen der astronomischen Ausrichtung des Geländes nicht vertieft, durch welche die unterschiedlichen Pyramiden unserer Erde mit einer Fehlermarge von maximal 2 Grad mit Alatri verbunden sind. So ergeben sich die megalithische Sonnenwendlinie Alatri-Giza, die megalithische Äquinoxiallinie Alatri-Hattusa und die megalithische Sonnenwendlinie Alatri-Visoko. Wie eine Observation von der Porta Minore aus zeigt, geht die Sonne zu Zeiten der Tag- und Nachtgleiche exakt zwischen Fumone und Montelungo unter. Ein weiterer impliziter Bezug auf die Befruchtung der Erde, weibliches Element, durch die Sonne, männliches Element. Ist darin etwa eine Verbindung zur Kultur Ägyptens zu sehen? In der Tat wird dieser Verdacht auch durch die Analogie zur Hieroglyphe Akhet geweckt. Professor Giulio Magli hat vermutet, dass dieses Symbol durch seine Form an den Untergang der Sonne zwischen den Pyramiden des Cheops und jener des Khefren erinnert. Zudem muss anerkannt werden, dass beide Zugangstore zur Akropolis gemäß den Gesetzen des goldenen Schnitts konstruiert wurden, wie es Professor Mario Ritarossi erforscht hat. Ich möchte aber zusätzlich darauf aufmerksam machen, dass sich der goldene Schnitt nicht allein bei den Maßen der Tore zeigt, sondern auch in der Gesamtstruktur der Akropolis. Wenn man die von Giovenale im 19. Jahrhundert durchgeführten Vermessungen zugrunde legt. Ich bin immer mehr von einer göttlich-harmonischen Gestaltung überzeugt, die sich nicht zuletzt in den Proportionen der Mauern der Akropolis ausdrückt. Nachdem ich verschiedene Maße kontrolliert habe, bin ich mir bewusst geworden, dass die Akropolis von Alatri insgesamt gemäß dem Gesetz des goldenen Schnitts oder der göttlichen Proportionen konstruiert wurde. Der Verhältniswert, der sich zwischen allen Maßen findet, beträgt immer 1,618. Dieser Wert ist bekannt als goldene Zahl oder als der goldene Schnitt. Die Pyramide des Cheops ist nach dem gleichen Prinzip erbaut worden. Leonardo Malentacchi ist dabei, meine Forschungsarbeiten zu erweitern und schreibt mir von seiner Idee, gemäß der die Struktur der Akropolis, ausgehend vom Ursprungsort des antiken Templums, mit einer logarithmischen Spirale nach Fibonacci verglichen werden kann. Viele Mauern scheinen sich in der gleichen Weise drehen zu können und mit ihren Seiten im gleichen Verhältnis zu stehen. Während einer Ortsbesichtigung mit Gianni Boezi, die unternommen wurde, um die Dokumentation der Theorien von Don Giuseppe Capone fortzusetzen, bemerken wir,
dass das auf der Südostseite der äußeren Mauer befindliche Tor an der Basis seines Torrahmens beidseitig Pfoten eines Löwens aufweist. Auch in diesem Fall schlage ich einen analogen Vergleich vor. Dieselbe Situation mit Löwenelementen an der Basis megalithischer Torrahmen finden wir in Hattusa, der Hauptstadt des Reichs der Hethiter, vor. Außerdem begegnen wir der Löwenfigur erneut am Eingangstor von Mykene. Die bis hierher vorgeschlagenen Forschungsmotive sollten in Zukunft zum Gegenstand weitergehender Untersuchungen gemacht werden. Aber als Schlusspunkt möchte ich heute drei Zeugnisse zitieren, die aus verschiedenen Epochen stammend das gleiche Konzept eines archaischen Ursprungs unserer Stadt behaupten. Der Archäologe François Petit-Radel schrieb im 18. Jahrhundert: Für die Gründung von Alatri kann kein nach der zweiten pelasgischen Kolonisierung um 1539 vor Christus liegendes Datum angenommen werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts behauptete der Archäologe Cesare Antonio de Cara mit Nachdruck, dass die pelasgischen Städte Mittel- und Zentralitaliens einem Zeitalter angehörten, das weit vor der historischen Epoche des Hellenismus anzusiedeln sei, insofern die Architektur komplett verschieden und die Qualität und Form des verwendeten Bausteins grundsätzlich viel größer und zum Teil überdimensioniert ausfällt. Allein auf der Basis dieser Betrachtung lässt sich ermessen, wie groß die Unwissenheit und Unbildung derer ist, die eine Gründung der Städte Latiums, die auch die Pelasgischen genannt werden, durch die Römer behaupten. Professor Giulio Magli schreibt in seinem Vorwort zu La Progenie Hetaea von 2009: Die Akropolis von Alatri wird wegen der typischen Eilfertigkeit einer gewissen offiziellen Archäologie gewöhnlich den Römern zugeschrieben, obwohl man faktisch und mit Sicherheit weder ihr Alter und ihren Zweck noch ihre Schöpfer kennt.